hochklassigen Wettkampfsport für Österreichs Elite. Und solche, die es noch werden wollen, gibt es bei den Staatsmeisterschaften im Mountainbike Orienteering. Unter Einhaltung der Covid-Maßnahmen kann die MTBO, also Mountainbike Orienteering-Saison, mit einigen Monaten Verspätung doch noch gestartet werden. Mit gleich zwei Rennen am 18. und 19. Juli in Judenburg, im Herzen des steirischen Zirbenlandes, orientieren sich Athletinnen und Athleten für Sprint und Mitteldistanz durch den Murwald. Erst am Start bekommen die Aktiven die detailreiche Karte, auf der Posten und die vorgegebene Reihenfolge eingezeichnet sind. Ausgestattet mit Kompass und Chip können sie die Route zu den Posten selbst wählen. Tempo und die richtige Reihenfolge, die am Chip gespeichert wird, sind wichtig. Die Posten müssen nicht berührt werden, sondern erkennen auf 1,5 Meter den Chip, den Athletinnen und Athleten an der Hand tragen. Aber nicht nur wegen der kontaktlosen Aufzeichnung sind beim Mountainbike-Orienteering die Corona-Sicherheitsmaßnahmen leicht einzuhalten. Das ist eigentlich der ideale Sport für Covid-Zeiten. Ja, so schade das klingt, aber es ist allerdings so aufgebaut, dass jeder alleine den Sport ausübt und sich dann erst im Ziel oder davor halt trifft und austauscht. Dadurch, dass es ein Einzelsport ist, man sieht im Wald kaum jemanden. Und es ist mehr eben so im Wettkampfzentrum allgemein, also vor dem Start, nach dem Ziel, wenn man alle Freunde wieder sieht endlich. Und man darf niemanden umarmen, man kann plaudern, aber mit Abstand, das ist schon ein bisschen ein anderes Gefühl, ja. Das Gebiet haben die Aktiven schon am ersten Tag im Sprintdistanzrennen kennengelernt. Auch für das zweite Rennen geht's wieder in den Murwald. Es ist unterschiedlich. Der erste Teil war relativ schnell zum Fahren, mit guten Waldwegen, die ausgemäht waren, also Wiesen. Der zweite Teil war sehr wurzelig und relativ ruppig und ja, anspruchsvoll. Der erste Teil war richtig schnell, mit großen Wegen, wo es eigentlich vor allem um die Routen wollen gegangen ist, dass man da schnell entscheidet und dann auch den richtigen Weg erwischt, wie halt immer. Und der zweite Teil ist dann aber auch fahrtechnisch sehr technisch geworden, wo man halt dann ja, sehr wohl mit den rubbeligen Wegen auch das Kartenlesen nicht vergessen hat dürfen. Und das war dann eben so die Challenge. Die Herausforderung im Mitteldistanzrennen sind gleich 21 Posten für die Damen-Elite, über 14,2 Kilometer. Große Favoritin bei den Damen ist die Kärntnerin Marina Reiner. Dicht gefolgt von der siebenfachen Weltmeisterin Michaela Gigon. Ich glaube, gewinnen wird schwierig, weil die Marina ist einfach extrem stark momentan. Aber ich hoffe halt wieder auf einen zweiten Platz. Das Trio der Nationalteamathletinnen der Eliteklasse macht außerdem noch Sonja Zinkel komplett, die für eine Überraschung sorgen will. Die Marina ist konditionell sehr gut ja, in Form und die Michi, mit der bin ich ziemlich gleich konditionell, aber orientierungstechnisch unterscheiden wir uns da ein bisschen. Also Podium auf jeden Fall und ja, so weit wie möglich nach vorne, würde ich sagen. Mit Jana Nilica und ihrer Schwester Lea starten zwei Top-Nachwuchsathletinnen auch in der allgemeinen Klasse. Beide noch nicht die notwendigen 21 Jahre alt, suchen sie die Herausforderung in der Elite-Kategorie. Die Herren-Elite-Klasse fährt im selben Gebiet, allerdings über eine Strecke von 17,8 Kilometern, auf der sie gleich 27 Posten stempeln müssen. Topfavorit für die Bestzeit ist der Schweizer Weltmeister Simon Brändli, der das Rennen in Österreich nützt, um seine Wettkampfform zu überprüfen. In der Schweiz hatten wir erst ein richtiges Rennen, zwei Trainingswettkämpfe und war natürlich die Freude richtig da. Deshalb auch sind wir ins neue Ausland gekommen und haben die Wettkämpfe bestritten. Ja, hat super Spaß gemacht. Einer der österreichischen Favoriten ist Kevin Haselsberger, der im ersten Rennen hinter seinen Erwartungen geblieben ist. Im Sprint hat sich Tobias Breitschädel den ersten Staatsmeistertitel geholt. Ihn gilt es auch heute wieder zu jagen.
Andreas Waldmann hat in der vergangenen Saison im Weltcup gewonnen und nimmt uns heute mit in den Wald. Bei der Hälfte der Strecke, also Posten 10 der Damen und 13 der Herren, kommen alle zur Zwischenzeit. Die Routiniers Michaela Gigon und Tobias Breitschädel kommen mit der Bahn eigentlich gut zurecht. Fehlerfrei bleiben sie aber nicht. Eine entscheidende Routenwahl habe ich vermeintlicherweise falsch entschieden im Wald und war irrsinnig besser auf mich. Ich dachte, jetzt wird es ganz bess. Ich bin zum 10er hingefahren, da war die Karten da abgefaltet und habe da die Karten schnell umgefaltet und habe dann gesehen, aha, entweder links oder rechts, und habe mich dann für die rechte Route entschieden, weil ich fehlerhafterweise habe den 16er als nächsten Posten anorientiert, weil die Linie, also ich bin da schon ziemlich am Limit gefahren. Und wie ich dann da rausfahre hinten, sehe ich, oh, ich muss eigentlich zum 11er, ja. Und da ist eigentlich die linke Route schnell, obwohl es da ziemlich steil runtergeht und steil rauf. Und man wechselt immer die Route, während, weil man sich einmal entschieden hat, dann fährt man einfach weiter. Und ich bin dann halt da ganz außen herum. Auch Bernhard Schachinger macht kleine Fehler. Genauso wie Sonja Zinkel, die vor allem hier wichtige Zeit verliert. Aber auch Favoritin Marina Reiner ist bei weitem nicht fehlerfrei unterwegs. Mitten im Wald habe ich kurz gedacht, jetzt zahlt es sich nicht mehr aus, weiterzufahren. Also ein bisschen ein Plätzchen gemacht, ein bisschen im Kreis gefahren. Plötzlich bin ich beim Mömax gestanden. Einkaufen wollte ich nicht, aber es hat mir dann doch wieder weitergeholfen. Am Weg zu Posten 12 ist sie fix überzeugt, die richtige Route zu haben und übersieht einige Kreuzungen. Der Kompass hat mir gesagt, dass ich falsch bin, aber ich habe immer noch geglaubt, dass die Route die ist, die ich eigentlich fahren sollte. Und dann, ja. Also es hat mir schlussendlich 2 Minuten gekostet, es hat wehgetan. Aber ja, ich bin dann einfach weitergefahren, habe mir dann gedacht, wurscht, es ist, wenn die anderen Fehler machen, habe immer noch die Chance, dass es eventuell reichen könnte. Und dann, ja, war die Motivation dann doch wieder da. Kevin Haselsberger ist an diesem Tag mit hohem Tempo unterwegs, kommt eigentlich als schnellster Österreicher ins Ziel. Aber ich habe leider die Karte falsch gefalten gehabt und habe eine Routenwahl eigentlich weggefalten gehabt. Und dadurch habe ich mich selbst disqualifizieren müssen, weil ich eine Route gewählt habe, die eigentlich verboten war. Ja. Kann man nichts machen, wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Sportlich zwar absolut fair, bleibt er mit Platz 11 im Sprint und der Disqualifikation über die Mitteldistanz unter seinen Erwartungen. Es war ein Wochenende, wo ich mir viel erhofft habe, wo eigentlich nichts ausgeschaut hat. Aber es kommen wieder weitere Rennen und internationale Rennen und da hast du Gas geben. Bis zum Ende des Rennens wird Österreichs MTBO-Elite körperlich und orientierungstechnisch gefordert. Die wurzeligen Wege und die hohe Vegetation fordern, genauso wie unfreiwillige Hindernisse, hohe Konzentration bis zum Schluss. Jana und Lea Nilica schlagen sich in der Eliteklasse gut und radeln auf die Plätze 4 und 5, während Andreas Waldmann mit seiner Zeit von 59,11 nicht ganz so zufrieden ist. Ich komme immer wieder drauf, dass dieses flache, wurzelige Gelände mir ein bisschen weniger liegt als manche anderen. Und da habe ich manchmal einfach ein bisschen zu kämpfen. Er kommt als Fünfter der Tageswertung und viertbester Österreicher ins Ziel. Vizestaatsmeister wird Bernhard Schachinger. Insgesamt bin ich doch ganz zufrieden damit. Das Endergebnis ist dann doch erfreulich. Es ist ein Podiumplatz ausgegangen. Und Respekt und großes Lob an die Ersten und Zweitplatzierten, weil das sind halt gute Zeiten, die Kollegen da gefahren sind. Vor allem der Schweizer Simon Brändli, der gewinnt die Tageswertung mit der unglaublichen Zeit von 49,54. Die Goldmedaille holt sich, wegen der Corona-Maßnahmen sogar wirklich selbst, Doppelstaatsmeister Tobias Breitschädel mit mehr als 3 Minuten Rückstand auf Brändli und die Tagesbestzeit.
bei mir ist das doch mit einer Vollzeitanstellung ein bisschen schwierige Geschichte. Und zwei Kinder, die hat er noch nicht. Aber nein, man tut, was man kann. Und sicher die eine oder andere Minuten kann ich mir rausquetschen. Aber mit der einen Routenwahl eben. Aber ansonsten, ja, bin ich eigentlich recht zufrieden. Österreichweit passt es ganz gut. Aber wenn ich so weiter tue, dann schaut es ganz gut aus, glaube ich. Die Überraschung des Tages ist aber der Steirer Andreas Rief, der den Veranstalter OLC Graz höchst erfolgreich vertritt und sich die Bronzemedaille holt. Meine aktive Karriere liegt ja eigentlich schon hinter mir, aber ich habe ja gedacht, schnell fahren kann ich nicht mehr. Aber ich habe viel Erfahrung im Orientieren und das ist halt meine Stärke, die ich da ausspielen kann. Bei dem Gelände speziell sehr gut geeignet für MTBO und halt vom dichten Wegenetz her echt toll. Dritte bei den Damen wird Sonja Zinkel, nur 38 Sekunden hinter Michaela Gigon. Es war ganz ein spannendes Rennen. Ich freue mich über die Bronzemedaille, natürlich ein bisschen schade, weil es so knapp war. Aber ja, wenn man selber zwei Fehler macht, ganz blöde Fehler, dann ist man selber schuld, wenn man dann Dritter wird. Also ich bin jetzt eigentlich mit meinem Rennen sehr zufrieden. Die Marina hat ja auch einen Haufen Fehler gemacht. Also wenn die fehlerfrei durchkommt, dann war die noch viel, viel weiter vorne. Nein, ich bin eigentlich mit meiner Leistung zufrieden und ja, wäre halt schön gewesen, wenn sich die paar Sekunden noch ausgegangen wären. Denn Marina Reiner sichert sich den Sieg mit 47 Minuten 02 und das nur ganz knapp. Ich wusste, also wie ich dann auf die Karten geschaut habe, der letzte Teil wird noch sehr physisch. Ich bin körperlich zum Glück stark. Ja, und das waren dann 4 Sekunden schlussendlich. Also der Zielsprint, dann um eine zu beißen über diesen Rasen da auf, das hat sich ausgezahlt.